Verdammt! Die Prophezeiung hast du wirklich verbockt, was? Ich habe einen Bergsteiger verloren und nicht mal einen Schatz dafür. Das Therma ist noch immer auf dem Berg. Also können wir noch nicht sagen, ob die Prophezeiung wahr ist. Was Schätze angeht, liegt der Wert des Thermas nur in der Weisheit, die es vermittelt. Blödsinn, du Betrüger! Wir beide wissen, dass der Besitzer des Thermas unsterblich wird. Du kannst dir hier auf dem Hintern sitzen und vor dich hinbeten, wenn du willst. Ich hole mir das Therma selbst! Ich weiß, dass Sie da sind, Simmons. Wollen Sie gegen Geister kämpfen, während Ihr Bruder erfriert? Na schön. Ich gehe zurück ins Basislager, bevor es zu spät ist. Vielleicht rettet Paul ja Frank, wenn Sie es nicht tun wollen. Ich erkenne sie. Die Vision. Das ist unmöglich. Vielleicht erinnerst du dich an ein Foto von mir, das du gesehen hast, als du bei Todpar warst. Kann sein. Es war klug, Bennett aus dem Weg zu gehen. Du bist noch nicht bereit, den Heiligen zu ersteigen. Das sagen alle. Setz dich. Meditiere. Ich zeige dir, wie du in das Bardo gelangst und das Schicksal deines Bruders erfährst. Bardo ist das Reich des Lebens nach dem Tode. Es ist der Zustand, den man erreicht, bevor man nach dem Tod wiedergeboren wird. Das erste Bardo erreicht man im Moment des Todes. Wenn man wahrhaftig erleuchtet ist, kann man sofort ins Nirvana eintreten. Die meisten Seelen treten in das zweite Bardo ein, das in zwei Teile gegliedert ist und 2 Wochen dauert. In den ersten 7 Tagen begegnet die Seele des Verstorbenen den friedlichen Gottheiten. In den zweiten 7 Tagen begegnet sie den zornvollen Gottheiten. Hässlichen, schrecklichen Dämonen, die quälen, heulen und kreischen. Nur die Seelen, die ruhig bleiben und erkennen, dass die zornvollen Gottheiten in Wahrheit die friedlichen Gottheiten sind, erfahren die Erleuchtung. Tritt die Seele in das dritte Bardo ein, begegnet sie dem Gott des Todes, der sie mit dem Spiegel des Karmas richtet. Scheitert die Seele, wird sie zur Erde gezogen, zur Wiedergeburt und damit zum erneuten Kreislauf in dieser Welt des Leidens. Dein Bruder nutzte die Kraft des Thermas, um das Bardo lebend zu erreichen. Er wandert in diesem Reich umher, gefangen zwischen den Welten, unfähig vor- oder zurückzugehen. Er kann aber immer noch in unsere Welt zurückkehren, um mit seinem weltlichen Körper vereint zu werden. Damit dies geschehen kann, musst du, Eric, das Bardo betreten, deinen Bruder suchen und ihm helfen, zurückzukehren. Turnbuch. Verdammt, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Aber es fühlt sich tödlich an. So dunkel und kalt. Vielleicht ist es das Bardo, von dem Kenpo gesprochen hat. Ich muss Frank finden und hier verschwinden. Schnell!